drüber. Wir sind an unserem Ziel im Stollenloch angekommen. Jetzt richten wir unsere Bergsteigerküche. Jetzt könnten wir eigentlich anfangen zu führen. Okay. Also, das Problem ist jetzt das, Jungs. Ich habe mir so Mühe gegeben, zum Eintischeln. Und jetzt hat es auch das durcheinander. Jetzt geben wir den Scheu, dass er nicht noch eins verdreht. Richtig gut. Und zum Abheben. Ja. Gipfel ein, hä? Ja. Siehst du? Siehst du, ich habe schon Druck getroffen. Ja, ja. Oh. Ups. Ist gerade der Deckel noch abnehmen? Achtung. Die Schraube, hast du etwas zu drehen? Ja, ja, guck. Wir müssen das gleich montieren und mit zuerst. Während unser Kocher auf Volltour arbeitet, erzählt Kurt ein paar Geschichten, die sich in der Wand zugetragen. Die Deutschen sind in die Wand gestiegen und eben müssen kehren und neben sie umkommen rückweg. Und Toni Kurz. Der Ort, wo Toni Kurz gestorben ist, liegt nicht weit weg von dort, wo wir sitzen. Die Retter haben ihn gesehen, haben aber nicht genug schnell zu ihm können. Er hat noch gelebt. Zuerst sind sie raus. Aha. Der ist gut, oder? Du traust ihm aber auch nicht. Der Speck gerade. Oh! Oh. Oh. Ja, hä? Da können wir schon drauf tun. Genau. Ja, das ist gut. So. Warte, geben wir noch das Zeug raus hier. So. Das passt fein. Das ist ein richtiges Festessen haben wir hier oben. Also es ist ja nicht eine Berner Platte, wie man es sonst kennt. Es war ja sehr speziell. Eine asiatische Berner Platte im Stollenloch. Also, es kann nicht besser sein. Das Essen an und für sich war schon cool, also ist super. Und jetzt natürlich, wenn man so einen Ort kann essen, das macht es noch grad mal viel spezieller. Ich wusste nicht, ob das längt vom Dampfkochtopf her. Ich dachte, technisch müsste es ja möglich sein, oder? Ich wusste nicht, ob die Leistung vom Benzin-Dings da längt. Es ist wirklich so ein bisschen, für mich ist immer so die Schlüsselstelle, die sagen, gute Idee, aber geht's denn wirklich? Der Funky Kitchen Club. Die Essenz des Kochens. Präsentiert von Juracell, Lidl Schweiz und Mercedes-Benz. Der Funky Kitchen Club mit Schudel. René Schudel. Bis bald.